Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine geschätzten Kollegen, liebe Zuschauer. Der Netzbetrieb bei Strom und Gas ist ein entscheidender Faktor im Energiesystem. Dazu gehören insbesondere auch die lokalen Verteilnetze. Zum Teil sind sie in kommunaler Hand, zum Teil waren sie es und sind von überregionalen Betreibern übernommen worden. In der Regel wird alle 20 Jahre darüber neu entschieden. Es kann sich für die Kommunen lohnen, und da ist auch unser Ansatz, bei der dezentralen Energiegewinnung tatsächlich diese Netze zurückzuerobern, zurückzukaufen und die Energiewende möglichst dezentral zu gestalten und tatsächlich intelligente Energienetze vor Ort zu bauen. Das kann aus wirtschaftlichen Gründen geschehen oder eben halt aus Gründen der Energiewende. Und im Hinblick auf die Regionalisierung der Erzeugungsanlagen bietet der Betrieb aber auch die Möglichkeit, die Energiewende vor Ort mitzugestalten tatsächlich. Kommunen müssen das frei entscheiden können, ob sie das wollen. Und die aktuelle Regelung steht dem tatsächlich im Weg. In der Regel sind die Preise dafür zu hoch, die Netze zurückzugewinnen. Und was mir so ein bisschen am Ausgangsantrag fehlte, war eigentlich so das klare Bekenntnis zum Ertragswertverfahren. Da hätte ich mir eine klarere Aussage gewünscht. Es stehen also Verhandlungen über technische Fragen und vor allem über den Kaufpreis an. Und da ist es tatsächlich ein Problem. Wenn ich die Daten über das Netz nicht habe im Vorfeld, dann kann ich schlecht entscheiden, ob es das Geld wert ist. Da möchte ich einmal Frau Brems gratulieren an der Stelle. Also eine Regel im Netz ist eigentlich, Autovergleiche funktionieren nie. Ihre hat funktioniert. Glückwunsch dazu. Herr Brockes, ich muss mal die Intention unseres Entschließungsantrags hier offenlegen. Es tut mir leid, Herr Brockes. Die Intention war eigentlich, die Diskussion darüber zu führen, wann Entschließungsanträge sinnvoll sind und wann nicht. Wir sind der Meinung, der rot-grünen Koalition war nicht sinnvoll, und wir hätten uns eigentlich gewünscht, dass unser Entschließungsantrag heute nicht zugelassen wird. Das war aus meiner Sicht das eigentliche Ziel. Ich wollte eine Diskussion darüber führen, ob dieses Spiel, das Rot-Grün da gestern mit uns gespielt hat, Entschuldigung, ich muss es so nennen, legitim war oder nicht. Die Diskussion wollte ich eigentlich führen. Dementsprechend haben wir den Antrag der rot-grünen Koalition recycelt, tatsächlich Copy, Remix, Share, wie wir es vertreten, und so viel anders ist ja nicht. Also, Herr Kollege Schmalenbach, es wird Sie nicht wundern, dass der Kollege Priggen Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellt. Ja, sehr gerne, Herr Priggen. Weil ich, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, weil ich den Kollegen Brockes ja lange kenne und Sie das jetzt etwas komplex erklärt haben, frage ich einfach nochmal nach. Sie haben unseren Antrag genommen, haben ihn komplett abgeschrieben und haben ihn dann, um uns zu provozieren, so gestellt. Das ist auch völlig in Ordnung, aber der Kollege Brockes hat dann Ihren Antrag gelobt, weil er weiter ist als unserer. Genau. So ist es doch, wunderbar. Also so kann man das tatsächlich runterbrechen. Aber natürlich haben wir was dran verändert. Was denn? In der Einleitung. Das hat Brockes gemacht. Der Herr Brockes wird vermutlich seine Verbesserung aber im Subtext gefunden haben. Ja, von daher, ich sag mal, schöner Antrag. Wir sind uns tatsächlich, wie Herr Vandenberg sagte, in den Zielen sehr einig. Ich glaube, das kriegen wir auch relativ gut durch die Ausschüsse, dass wir am Ende ein gemeinsames Werk stehen haben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach, für die Landes